Hallo Bepiu, willkommen beim Präzisionsbierfassschießen mit der UX Trebox. Schießen werde ich mit den JSB Express als erstes, den Vieltage Trophy Blei, dann den Vieltage Trophy Green und dann den H&N Hornet. Auf, wie der Titel schon heißt, ein 5 Liter Bitburger Fass. Ja, das Ding ist auch voll. Hier, ihr seht es, das Ding ist richtig voll. Noch nicht angezapft. Ich habe das gekauft beim Aldi für 8,49 Euro, war glaube ich im Angebot oder so. Ja, ich verbinde ja gerne mal so Präzisionstests mit gleichzeitig mit Durchschlagtests. Ich hoffe, dass die Diablos das Fass nicht durchschlagen. Deshalb fange ich erst hier unten an mit den JSB Express Blei, dann mit den H&N Vieltage Trophy Blei auf dieser Seite, dann rechts hier, ich glaube es gibt Streifschüsse, mit den H&N Vieltage Trophy Green Zinn. Ja, und hier oben versuche ich dann die H&N Horne zu platzieren, dass wenn hier doch ein Loch entsteht, dass ich den Rest oder dass wir den Rest hier noch trinken können. Schauen wir mal. So, UX Trebox noch mal ganz kurz. Sie hat einen TNT Gaskolben, also kein Federkolben. Ich komme mit der Waffe halbwegs zurecht. Was schade ist, ist der Abzug. Er hat einen enorm starken Vorzugsweg, harten Vorzugsweg. Ich habe es ein bisschen einsilikoniert hier und dann mal eine Nacht auf den Kopf gestellt. Das Abzugsverhalten, der Vorzugsweg ist jetzt ein bisschen smoother geworden, ein bisschen einfacher, aber man muss wirklich, sie hat keinen Druckpunkt, den Abzug betätigen und dann so gefühlsmäßig nach hinten ziehen, bis irgendwann mal der Auslösepunkt kommt. Die Klinken schleifen noch recht schwer und lange bis zum Auslösepunkt. Wie ihr seht, zack, jetzt. Die Trebox hat jetzt so um die 800 Schuss durch. Liegt jetzt bei 7,2 Joule mit den JSB Express. Dicht gefolgt mit 7 Joule mit den Vieltage Trophy. Was mir aufgefallen war bei der Waffe, die ersten 5-6 Schüsse braucht sie wahrscheinlich zum Warmwerden. Danach erreicht sie doch diese Joule-Stärke. Bei den ersten 4-5 Schuss liegt sie so bei 6,5, 6,7 Joule. Ansonsten von der Haptik her, von der Verarbeitung her, ist die Waffe also sehr gut gelungen. Das Abzugsverhalten ist natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber für eine reine Blinking-Waffe, denke ich mal, kriegt man das hin. Ich habe jetzt einen Abstand hier von ungefähr, ja, das sind so knappe 10 Meter, 8, 9 Meter, denke ich mal auch. Ich weiß nicht, woher es kommt, dass so ein Abzug da produziert wird von Umarex. Ich habe jetzt gelesen, dass die Freizeitwaffensparte von Umarex an China verkauft wurde, an ein Unternehmen, das nennt sich UMA. Das R kann wohl in chinesischen Sprache nicht so ausgedrückt werden. Deswegen haben die das nur UMA genannt. Kann man nachlesen beim Ganimo auf muzzle.de. Das Spannverhalten der Waffe kann man sogar einstellen. Ich habe hier unten am Abzug, habe ich hier vorne, wenn man es ungefähr sehen kann, hier befindet sich eine Schraube hier am Abzug. Ah, vor der Kamera. Hier unten jedenfalls drin. Oberhalb des Halbmondes, des Abzugshalbmondes. Die Schraube habe ich mal festgedreht, also rechts rumgedreht und dann ließ sich die Waffe so gut wie gar nicht mehr spannen. Dann habe ich die Schraube wieder gelöst und nach links gedreht und dann konnte man ja, die Waffe wieder knicken. Was diese Schraube für eine Bewandtnis hat, weiß ich leider nicht. Hat es auch im Forum mal gepostet, hat sich aber keiner gemeldet. Ich hatte das schon mal bei einer anderen Waffe gehabt. Ich meine, bei der Diana 43 Entec hatte ich an dem T06 Abzug ein bisschen rumgeschraubt und dann ging das auch auf einmal schlecht mit dem Knicken oder gar nicht. Keine Ahnung, was das für eine Bewandtnis hat. Vielleicht kann mir das einer beantworten. Wenn nicht im Forum, dann vielleicht in den Kommis unten bei YouTube. Laut ist die Waffe nicht besonders. Ob das jetzt hier so eine Silencer-Wirkung hat, eine Schalli-Wirkung, weiß ich jetzt nicht. Wer es noch nicht gesehen hat, die Waffe hat einen Kugelverschluss.
und eben halt so eine Kippkimme hier, wenn man daran schraubt, das habe ich schon im vorigen Video mal gezeigt, dann kippt die nach oben oder nach unten, je nachdem, wie man hier oben die Schraube also bewegt. Das ist hier andersherum, das heißt also, wenn man reindreht, geht bei Luftgewehren normalerweise das Schussverhalten nach unten, hier geht es nach oben, weil die nach oben kippt, hier die Kimme. Lustig. So, wollen wir mal schießen? Fangen wir mal an mit den JSB Express. Auf die JSB Express ist die Drehbox auch eingemetert. Ich mache immer so jeweils 2-3 Schuss. Man soll ja nicht so lange dauern, das Video. Ich weiß auch nicht, ob ich heute so in Topform bin. Mal schauen. So, die Drehbox habe ich vorgeladen mit den JSB Express und zwar auf die untere Zielscheibe. Aber ich rücke gleich euch ein bisschen näher. Schauen wir mal, ob ich überhaupt was treffe heute. Ja, bei Linkshändern ist das Problem, dass die Sicherung immer wieder sichert. So, gucken wir mal. Abzug, wie schon gesagt. Ach, jetzt. Mit Blei geht das. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube es nicht. Jetzt säuft mir das Fass ab. Nein! Ich dachte, die Bleier gehen da nicht durch. Was ist denn das für eine deutsche Wertarbeit für ein Blech? Nein! Alles egal. Ach Mann, 8,50 Euro im Eimer. So, jetzt setze ich euch ein bisschen näher ran. Jetzt spritzt das da komplett ab. Oh Mann! Ah, oh, das riecht hier wie der Kneipe. Wahrscheinlich Loch in Loch hier noch reingeschossen. Ja, auf jeden Fall waren das die JSB Express. Blei und zerdonnern das und durchschlagen das Fass. Ich glaube es ja nicht. Ja gut, egal. Jetzt kommen die Vieltage Trophy Blei dran auf der linken Seite. Auf geht's. Vieltage Trophy Blei Mitte links. Da sollten die ja gar nicht hin. Ja, die driften ab nach rechts. Merkt das wohl. Linkes, links, Mitte. Ja, so, rechts, Mitte, Field Target, Trophy Green. Gut. Rechts, Mitte, Field Target, Trophy Green. Gut. So, oben Hornet. H&N Hornet. H&N Hornet. Oben. Ja. Oben H&N Hornet. Wo gehen wir hin? Dann schauen wir mal. Oh, mein schönes Bitburger läuft ab.
Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass die Bleier da durchgehen. Also definitiv nicht. Das war die JSB Express, leicht rechts. Da muss das wohl Loch in Loch gewesen sein. Hier links waren die Vieltal Trophy Blei. Die sind also hier reingegangen und hier mal ganz kurz, glaube ich. Ja. Dann waren es hier die Vieltage Trophy Green, genau richtig. Ja, und hier sind wohl, hier oben sind wohl die Hornet reingegangen. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen abknibbeln kann hier. Nein, von der Kamera geht das natürlich wieder nicht. Sekunde. So, ich habe mir mal so einen kleinen Schlitzschraubenzieher geholt. Also, hier sind noch Schüsse durchgegangen. Ich weiß nicht, wie das waren. Hier waren das die Hornet. Die sollten zwar hier oben treffen, aber sind locker durchgegangen. Die auch. Dann hatten wir hier die Vieltage Trophy Blei. Nein, die haben es nicht geschafft. Hier auch nicht. Dann haben wir hier die JSB Express. Gut, das hatten wir gesehen. Doppelschuss, zack, zack. Aber beim ersten Schuss war das schon durch. Dann hier die Vieltage Trophy Green sind auch durchgegangen. Wie ihr seht. So. Kaum zu glauben. Bleier. Von der Präzision her, wie schon gesagt, hier war ein Doppeltreffer. Die habe ich eingemetert, die Trevox. Die ist also recht präzise. Man muss aber wirklich mit ihr sehr, sehr viel üben. Gerade was das Abzugsverhalten angeht. Die Vieltage Trophy Green gehen in vielen meiner Waffen also recht ordentlich und präzise. Auch für lange Distanzen habe ich ja schon mal demonstriert, auf 25 Metern. Auch die Vieltage Trophy Blei sind nicht schlecht. Wie man sieht, haben aber nicht so eine Durchschlagswirkung. Ja, und hier die Hornet. Klar, aber wie schon gesagt, nicht jedes Diablo geht in jeder Waffe präzise oder sauber. Wenn man mit der Trevox ordentlich übt, hat man also da sehr viel Spaß dran. Weil sie ist doch schon recht zielgenau. Man muss halt mit dem Abzug viel üben. Ja, wie ihr gesehen habt, die Trevox ist also, wenn man mit ihr sehr viel übt oder gut übt, mehrfach übt, recht präzise. Und sie ist also äußerst stark auch mit über 7 Joule in manchen, bei manchen Diablos, wahrscheinlich bei den Vieltage Trophy generiert sie vielleicht ein bisschen weniger, aber dann mehr bei den JSB Express und bei den Vieltage Trophy. Ja gut, und die Hornet, die sind selbstredend doch ziemlich brutal, was den Durchschlag angeht. Präzise ist die Waffe, mir macht sie Spaß, ich werde sie, weil sie ein TNT Gaskolben hat, nochmal mit Mercury LP25 Supercharger vergleichen und auch nochmal die P900 von Gamu IGT, das IGT-System. Also diese Waffe, die Gamu mit ihr vergleichen. Und was Erhitzung angeht, Temperatur, Fühligkeit und so weiter. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, das war dann nichts mit dem Bitburger Trinken hier. Vielleicht ist da noch ein kleines Pintchen unten drin. Muss mal schauen, wie tief unten die JSB eingeschlagen haben. Dankeschön fürs Zuschauen. Das war so ein kleines Fun und Spaß. Schießen auf dem Sonntagmorgen. Ich bedanke mich bei der Firma Tordenberg für die nette Unterstützung und Bereitstellung dieser Testwaffe und sage allen anderen bei WPU bis später. Euer Nobby. Tschüdelö.